Hades ist ein grandioses Spiel, keine Frage. Aber bei diesem grandiosen Gameplay und dem Chaos, den Zagreus und Melinoel ausgesetzt sind, ist es oft schwer, noch den Überblick über die Story zu behalten. Aber nicht nur das Gameplay des Spiels ist genial, auch die Story lässt sich genießen. Und weil man vor lauter Live, Die, Repeat manchmal verpeilen kann, was narrativ eigentlich gerade passiert, fassen wir in unserer heutigen Ausgabe der Storytime zusammen, was der Plot von Hades und Hades 2 eigentlich alles beinhaltet. Macht euch bereit für eine Reise durch die Unterwelt. In Hades spielen wir nicht den Gott der Unterwelt Hades, sondern seinen Sohn Zagreus. Die beiden haben sich ein bisschen in die Haare gekriegt, denn Zagreus versucht, der Unterwelt zu entkommen. Hades hat seinem Sohn erzählt, dass Nyx, die Göttin der Nacht, seine Mutter ist. Aber Zagreus konnte herausfinden, dass seine biologische Mutter Persephone ist. In der griechischen Mythologie ist sie die Königin der Unterwelt. Zagreus möchte also seine Mutter finden, die irgendwo in der Oberwelt zu finden sein muss. Nyx hilft Zagreus dabei, indem sie ihm die Kommunikation mit den anderen Göttern des Olymps ermöglicht und ist somit verantwortlich für die Power-Ups, die wir in jedem Run ergattern können und so überhaupt erst eine Chance haben, Hades zu entkommen. Zagreus kann glücklicherweise nicht wirklich sterben. Solltet ihr im Spiel verlieren, werdet ihr lediglich wieder bei Hades gespawnt und könnt eine neue Runde beginnen. Hier kommen die Roguelite-Elemente des Spiels zum Einsatz. Die ersten Spielstunden verbringt ihr also dabei, immer ein bisschen besser zu werden, kleine Upgrades freizuschalten und erhaltet in kleinen Dialogfetzen Infos zu eurer Quest und den Motivationen der anderen Götter. Den größten nächsten Storybeat erhaltet ihr allerdings, wenn ihr endlich einen Run komplett absolviert habt und der Unterwelt tatsächlich entkommt. Zagreus findet tatsächlich seine Mutter Persephone und es wirkt wie ein freudiges Wiedersehen. Bevor wir aber diese Reunion zu sehr feiern können und mehr Infos erhalten, stellt Zagreus fest, dass er genau wie Hades an die Unterwelt gebunden ist und somit an der Oberwelt nicht lange verweilen kann. Zagreus stirbt und spawnt wieder in Hades Kammer. Nach diesem ersten Wiedersehen ist Zagreus nur noch mehr angespornt, sich hochzukämpfen, mehr über sein Schicksal und die Geschichte seiner Mutter zu erfahren. Also begeben wir uns auf den nächsten Run. Und jedes Mal, wenn uns die Flucht gelingt, erfahren wir ein bisschen mehr von Persephone, sterben erneut und beginnen den nächsten Run. Persephone erzählt uns davon, wie sie und Hades eine liebevolle Ehe hatten, bis Persephones Schwangerschaft mit der Todgeburt von Zagreus endete. Die sogenannten Fates, die Personifizierung des Schicksals, hatten nämlich bestimmt, dass Hades nie einen Erben haben würde. Persephone flüchtete aus Trauer aus der Unterwelt, kehrte aber nicht zum Olymp zurück, da sie das konstante Gezänk der dortigen Götter verabscheute. Es war letztlich Nyx, die einen Deal mit den Fates abschloss, der Zagreus wiederbelebte. Als dieser seine Mutter aufsuchte, weigerte sie sich zuerst zurück in die Unterwelt zu kehren, aber wir bzw. Zagreus konnten sie letztlich überzeugen, wieder ihre Rolle als Königin der Unterwelt einzunehmen und zurückzukehren. Glückliche Familie wiederhergestellt. Außerdem hat Hades jetzt einen neu gewonnenen, tiefen Respekt für seinen Sohn und bittet ihn darum, weiter die Verteidigungsmaßnahmen der Unterwelt zu testen, weshalb wir auch nach der Story weitere Runs durchführen können. In einem kleinen Epilog sehen wir noch, wie Hades auch wieder Frieden schließt mit den Göttern des Olymps. Ende gut, alles gut. Nee, Moment, da gibt es ja noch... Zugegeben, Hades 2 ist noch im Early Access und hat somit die Story noch nicht beendet. Es gibt aber schon genug Infos, um zumindest den Status Quo berichten zu können. Hades 2 ist ein Sequel und setzt eine unbekannte Zeit nach dem ersten Spiel an. In der Zwischenzeit hatten Hades und Persephone eine Tochter namens Melinoel. Allerdings kriegt sie von dem glücklichen Familienleben nicht viel mit, denn Kronos, der Titan der Zeit, erobert die Unterwelt und den Rest des Pantheons. Wir stellen uns also dem rachsüchtigen Titan der Zeit und versuchen dabei, unsere Familie zu retten. Ähnlich wie ihr Bruder Zagreus kann Melinoel einen Run immer wieder neu starten. In Hades 2 gibt es allerdings zwei mögliche Enden. Ihr werdet unweigerlich das erste Ende gegen Kronos zuerst erleben. Solltet ihr es schaffen, einen Run zu beenden und Kronos zu besiegen, der eine ziemlich taffe Nuss ist, dann erhaltet ihr ein relativ abruptes Ende. Denn das Spiel ist noch nicht fertig. Early Access eben. Kronos verspricht nicht nur, dass er zurückkehrt, da niemand Zeit aufhalten kann, und Melinoel verspricht, dass sie immer zur Stelle sein wird, um ihn zu stoppen. Läuft man dann weiter, wird man lediglich zurück zur Basis gespawnt und eine Nachricht weist euch darauf hin, weiter zu erforschen. Ihr könnt, nachdem ihr die Bedingungen eurer Mentorin Hecate zufriedengestellt habt, nämlich auch irgendwann einen Run an die Oberfläche wagen, wo ihr ein zweites Ende finden könnt. Hier legt ihr euch nämlich mit Eris an, der Göttin der Zwietracht. Besiegt ihr sie, dürft ihr die Oberfläche betreten.
eintreten. Und hier stoppt die Story. Eine weitere Pop-Up-Nachricht weist auf den Olymp als nächstes Ziel hin, wo Kronos seine Mächte sammelt und Supergiant Games ist weiterhin aktiv an dem Spiel dran. Aber wie der Plot endet und wie Melinoe den Titan der Zeit endgültig besiegt, zeigt sich erst, wenn das Spiel seinen finalen Release feiert. Das war aber der Plot der Hades-Spiele, soweit sie eben aktuell feststehen. Hades ist ein geniales Game und ich kann es euch nicht genug empfehlen. Wenn ihr also Bock habt, diese Story selbst zu erleben und das geniale Gameplay euch lockt, dann greift zu. Ich bin mit der heutigen Folge Storytime durch, hoffe, das Video hat euch gefallen, danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.